So, ein wunderschönen Buongiorno wünsche ich, wie wir in Hamburg sagen. Es ist 2020, die Saison geht los, wir haben jetzt Mitte März. Auf jeden Fall scheint die Sonne, es ist scheiße kalt, 6 Grad, egal. Ich fahre jetzt mit euch zur Garage. Das Baby steht da seit Oktober und ich war seitdem auch nicht mehr da gewesen. Also, ich hoffe, da ist alles in Ordnung. Dann, wenn ich schon mal da bin, zeige ich euch mal, wie ich das Ding so angeschlossen habe, damit es über den Winter nicht geklaut wird. Wobei, ach, das Thema Diebstahl und Ducati, wir haben sie ja schon eine gezockt, also von daher ist das immer so eine Sache, naja gut. Ja, dann würde ich sagen, ab in die Hafen City zur Garage und ja, dann lasse ich das Baby auch mal an und wir machen mal eine kleine Ausfahrt. Ja, ihr habt euch ja so kleine Vlogs gewünscht, gibt es. Und zwar fahren wir nach Hobte, das ist so ein Anleger. Und ja, die Tour mache ich eigentlich jedes Jahr zum Saisonbeginn, weil da gibt es die absolut mieseste Currywurst der Welt. Also wenn ihr Bock habt auf eine miese, richtig, richtig miese Currywurst mit Pommes, da gibt's die. Okay, also bis gleich. So, ja, wie ihr seht, steht das Schätzchen abgedeckt. Ich habe da so eine Haube von Louis, die ist aus Stoff, also sprich, dass es ein bisschen atmungsaktiv ist. Die Garage ist jetzt nicht so mega feucht, aber trotzdem, da sollte sich keine Feuchtigkeit drunter sammeln. Ja, dann nehme ich kurz mal die Haube ab und dann zeige ich euch mal, wie das Ding angeschlossen ist. Ah, so. Jawoll. Wie ich sie hingestellt habe. Ja, ist auch noch hier. So, wunderbar. Kinders, war gerade ein bisschen müde, jetzt bin ich wieder wach. Ja. Im April wird das Ding 2 Jahre alt, dann kriegt sie TÜV. Ja, diese 2-Jahres-Inspektion ist dann auffällig. Okay, dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie ich das Ding angeschlossen habe, also wie es dann jetzt so über Winter hier steht. Ich habe mir 2 Schlösser gekauft, und zwar, die zeige ich gleich nochmal. Das eine habe ich hier hinten fixiert, am Hinterrad. Das sind wie gesagt 2 Stück, weil die Länge nicht ausreicht. Und dann habe ich hier an der Wand, hier oben, wie ihr seht, so ein von Arbos, so einen richtig dicken, fetten Anker. Ganz kurz, das kann man ganz gut sehen hier mit dem Licht. Genau, da sind auch nochmal 2 Schlösser dran, die wie gesagt nach hinten gehen. Und dann mache ich das hier vorne, das ist eigentlich die Hauptsicherung, mache ich das, wie ihr sehen könnt, an der Gabel fest. Ne? Und ein sehr üppiges Schloss. Im Grunde genommen ist das so die fetteste Kette, die man kaufen kann. Und ja, das Schloss alleine, glaube ich, kostet auch 80 Euro, die Kette bestimmt 160 oder 180. Aber das muss sein. Und wie gesagt, sehr, sehr wichtig ist immer halt, dass ihr, wenn ihr über so einen, ja, eigentlich Bodenanker nachdenkt, macht den an der Wand. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn die Kollegen hier reinkommen und das mit einem Bolzenschneider versuchen durchzubrechen, dann schaffen sie das eigentlich relativ easy, wenn die Kette am Boden liegt. Sprich, die können den Bolzenschneider auf den Boden legen. Ich mache mal ein Video rein. Da sieht man das, wie die das machen. Und genau, guckt euch mal an. Genau, also habt ihr gesehen, die stemmen im Grunde genommen unten, ankern die quasi dagegen und dann können die richtig Kraft anwenden, um diese Kette durchzubekommen. Das umgeht ihr, wenn diese Kette in der Luft ist. Das heißt, die müssen das Ding aufflexen, keine Ahnung, richtig Krach machen, hast nicht gesehen. Und die Kette durchzuflexen, boah, das dauert eine Weile. Ne? Aber wie gesagt, das ist nur, um die Jungs halt aufzuhalten ein bisschen oder die halt ein bisschen zu ärgern. Ich sag mal so, wenn das Ding jemand klauen will und die richtigen Gerätschaften dabei hat, dann ist dem so. Ich wollte euch nochmal die Schlösser zeigen, beziehungsweise die Kette unter Schloss. Ich lege mal hier mein Handy einfach mal daneben, damit ihr auch sehen könnt, wie das ist jetzt ein 6,2 Zoll Handy. Damit ihr einfach mal sehen könnt, wie groß das Ganze eigentlich ist. Also einmal das Schloss und hier meine Hand nochmal nehmen und auch dieses Ding. Also das ist wirklich die maximalste Stufe, die man kaufen kann. Ich verlinke die Produkte unten in der Beschreibung. Und immer halt, wie gesagt, dieses Schloss. Das ist einfach, ich sag mal so, 2 Must-Haves. Ich würde es fast schon sagen, so Mindeststandard, um halt so ein Bike irgendwie in Anführungsstrichen zu sichern. So, bevor ich losfahre, checke ich eigentlich 2 Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Einmal, ich brauche kurz das Handy weg, ist hell genug. Einmal natürlich den Druckpunkt der Bremse. Normalerweise entlüfte ich die immer, aber der ist einfach perfekt. Was soll ich sagen? Da gucke ich natürlich hier einmal rein, ob soweit die Flüssigkeit in Ordnung aussieht. Da zieht sie. Ja, wie gesagt, ist ja auch erst ein paar Monate alt, also alles gut. Wie gesagt, das passt. Kupplungsflüssigkeit genau dasselbe. Der Druckpunkt ist auch mega. Ich hatte gerade einen Gang drin, also das hat es auch gut überstanden. Wie gesagt, vollgetankt ist sie. Dann habe ich mir hier, das würde ich euch auch empfehlen,
an den wichtigen Schrauben von der Bremse. Kann man das irgendwie sehen? Ich mal ganz kurz. Ja, genau. Kann man das? Jetzt kann man sehen. Und zwar habe ich mit den Eddingen hier, mache ich mir da immer Markierungen an diesen Schrauben und die kontrolliere ich ehrlich gesagt bei jeder Fahrt. Ob die sich irgendwie bewegt haben oder wie auch immer. Ja, das ist extremst wichtig. Das sind immer die Sachen, die ich irgendwie grundsätzlich vor jeder Fahrt wirklich kontrolliere. Passt das natürlich dann hinten genauso hier bei der Flüssigkeit. Das sieht aber auch alles gut aus. Das ist aber wirklich nur zweitrangig. Ja, und dann noch wirklich auch vor jeder Fahrt das Thema Luftdruck. Also da bin ich auch sehr penibel. Das wird immer kontrolliert. Das mache ich jetzt und dann seid ihr gleich live dabei, ob das Ding nach 5 Monaten einspringt. Natürlich macht sie das, hat sie letztes Jahr auch gemacht. Die Batterie entlädt sich gar nicht, die ist voll. Also alles gut. Das ist halt der Vorteil noch von den guten alten Gel-Batterien. Die Lithium-Ionen könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Also die S- und R-Fahrer, wie sich die Batterie denn so nach 5 Monaten Stillstand denn noch anfühlt, ob das Ding ohne Probleme einspringt oder ob es da Theater mitgibt, was man so liest. Also wie gesagt, ne? Aber die Batterie hier, die Gel-Batterien, die Standardbatterien, die hier oben verbaut sind, die machen da eigentlich gar kein Theater. Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment. Jo, das hört sich schon mal gut an. Da ist er. So, wir sind im irgendeinem Modus, ist egal. Klick, klick, jawohl. Und bitte. Dann ist neutral, jawohl. Ich bin das beste Kamerakind der Welt. Hab natürlich wieder vergessen, die Kamera anzumachen. Ja gut, okay, los geht's, würde ich sagen. Warte mal, einen kleinen Moment hier. Ja, losfahren. Wunderbar. Ja, es ist wieder der Klassiker. Nur man fährt los, man ist wieder komplett erschlagen von den Eindrücken. Ja, nach 5 Monaten Pause, ja, da geht das Herz wieder auf. Och, endlich wieder auf die Box sitzen. Ich sag's euch, das macht so Laune mit dem Ding. Ich habe es ja schon das erste Mal gesagt, das ist wirklich wie 25 Espressi auf einmal, dieses Teil. Und ja, man ist einfach gefordert und das ist einfach sensationell. Ach, ich bin wieder komplett im Modus. Ja gut, dann juckeln wir hier mal die Landstraße runter bis nach Rutte. Ist so ein kleiner Umweg, den ich jetzt gefahren bin. Kleinen Tiefflug über die Autobahn. Habe ich gedacht, dass ich alles aufgenommen, aber egal, ist ja auch jetzt nicht. Ist wie gesagt, diese erste Ausfahrt, da sollte man Piano machen. Und ja, also alles entspannt. Wie gesagt, hier geht es jetzt direkt zum Deich nach Rupte. Ist jetzt nicht so spannend. Einfach geradeaus. Ne? So, jetzt bin ich hier in der Ortschaft angekommen. Und eine Sache wollte ich euch mal zeigen, weil ich glaube, man hört es jetzt ganz gut. Und zwar ist das die besagte Klappenfunktion. Die geht zwischen 50 und 55 km/h geht die Klappe zu. Das heißt, man kann durch eine Ortschaft fahren, ohne dass dieses Ding laut ist oder als Lärmbelästigung empfunden wird, weil dieses Ding wird richtig leise. Ich versuche es irgendwie mal einzufangen. Also jetzt die Klappe auf. So, und jetzt ist die Klappe zu. Man hört es hoffentlich. Also das Motorrad ist jetzt deutlich gedämpfter. Man kann jetzt hier, muss natürlich immer den Geschwindigkeitsbereich halten. Ne? Wie gesagt, zwischen 50 und 55 haben sie, glaube ich, ganz gut angelegt bei Ducati, weil man kann ja innerorts nicht zu schnell fahren. So, und jetzt machen wir das Ding mal wieder auf laut. Ah, man hört das schon. Ich hoffe, es kommt gut durchs Mikro rüber. Also das Ding brummt jetzt schon ordentlich. Okay, ja, weiter geht's. Ja, liebe Kollegen, ne? Das ganze Thema Kolonne fahren, das üben wir noch mal ein bisschen. Naja, die Saison hat ja gerade erst begonnen. Boah, kann man machen. Aber gut, ich jubel jetzt mal hier hinterher, überhole ihn nicht, weil einfach entspannt. So, ich bin angekommen und das ist die mieseste Currywurst ever. So, wollen wir mal. Wie mache ich das? Kamera in der Hand und... So. Oh, Kinders, ist die schlimm. Furchtbar. Ich kann nur davon abraten. Mann.
Okay. Jo. Und dann ging es gleich schön mit der Fähre. Einmal hier über den Cornwall rüber. Ja, nehme ich euch auch mal mit. Ne? Schöne Touri-Tour mit der Frau 4. Bis gleich. Ja, ihr werdet euch sicher fragen, gibt es bitte schon was Langweiligeres, als mit einer Fähre mit einem Moped über den Cornwall zu juggeln? Recht habt ihr. Deswegen umdrehen, Landstraße. So, da bin ich wieder jetzt hier oben am Deich lang. Das ist dann doch, glaube ich, für euch ein bisschen besser. Hier muss man ein bisschen vorsichtig fahren, weil die Leute hier lang spazieren und langlaufen und rechts parken und so weiter. Da sollte man wirklich nicht durchziehen. Das, ja, ihr wisst ja, glaube ich, dass ich sowieso einer von der entspannteren Sorte bin. Und ja, immer easy peasy. Gerade zum Saisonanfang. Kommt erstmal rein, eure Reflexe, die ganzen Wahrnehmungen, alles muss sich erst wieder schärfen. Das ist alles komplett eingepennt im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen oberste Pflicht für euch, wenn ihr fahrt, macht die ersten Turns total entspannt. Gerade wenn ihr in der Gruppe seid, passt da ein bisschen auf, weil erste Ausfahrten in der Gruppe sind immer mega gefährlich. Ich kenne das von mir früher, man dreht dann trotzdem, hat seine 5 Minuten und man ist noch nicht fit. Deswegen sind meine ersten Ausfahrten grundsätzlich immer alleine. Also ich fahre wirklich immer alleine, um so ein bisschen mit mir zu sein, mit der Maschine zu sein, so ein bisschen reinzukommen. Und erst wenn ich dann wieder so ein bisschen drin bin, dann fahre ich mit meinen Jungs oder in der Kolonne und gebe es mir wieder auf der Autobahn. Nach 500 Pause sollte man wirklich unterschätzen. Aber ich will hier nicht predigen, ihr macht das schon. Ja Mensch, das soll es erstmal gewesen sein für das erste Video. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine geile Saison 2020, wobei die ja gerade etwas durch diesen, ich will es nicht ansprechen, aber diesen Corona-Bullshit, keine Ahnung, torpediert wird. Und ich bin sowieso mal gespannt, wie das alles noch weitergeht. Irgendwie eine doofe Situation, aber ich glaube, das werden wir auch überstehen. Also, haltet die Ohren steif, haltet mir die Treue. Danke für die ganzen Abonnenten. Ich kann es nicht mal wieder sagen. Ich freue mich da wirklich drüber. Jetzt geht es erst wieder los. Ihr habt ja gemerkt, ich habe ja auch etwas länger Pause gemacht. Ne? Also, Jungs und Mädels, danke und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.